Genau diese Schnitttechniker hier, genau diese Abu Saidak, Abu Wallah, keiner kennt diese, wie du schneiden, zack, ja, man, ja, Wallah von Said Abu Saidak, Wallah gut, Tick-Tick, Wallah, Tick-Tick. Schick mal ein Pizza. Ich will diesen Ofen einschieben, dann Tick-Tick verkaufen, Tufisch, ja, Tufisch, mal Tufisch, Wallah, Pizza Dono. Du weißt selber, Khayyid, wie die Geschäfte ablaufen, Wallah. Du gibst wach die Faust und verkaufst einen Thunfisch, aywa. Danach er sagt, schmeckt, Khalas, verkauf weiter. Khalas, so machst du Mini-Batzen, Khayyid. Habt ihr gehört, Khayyid, so machst man Mini-Batzen, aywa. Ich bin aufgewachsen mit Mehl, ihr Selemi. Wasser und Mehl entsteht was? Mini-Teig, ihr Selemi. Was willst du machen? Verkauf diese Brot, Tick-Tick im Morbid, was los, aywa. Jo Leute, herzlich willkommen bei Bees Kitchen. Heute mit dabei ZOX, King of Synchron. Habib Elvi, Chavo, ich küsse deine Augen. Danke, dass du mich auch eingeladen hast. Ich bin froh, dass du da bist. Einige von euch kennen den, ja, einige vielleicht auch nicht. ZOX ist seit einem Jahr wirklich, hat eine krasse, steile Karriere gemacht mit Synchronstimmen. Richtig, seit einem Jahr läuft es so ab. Und davor hatte ich ja was anderes gemacht, aber seit, sag ich mal, 11 Monaten bin ich so nur auf Synchron hängen geblieben, weil es meine einzigste Beschäftigung war, so, ja, sag ich mal so. Und es war das Einzige, was mir auch Spaß gemacht hat nach meiner Verletzung, ja, nach geil. Meinem Unfall. Dazu kommen wir dann gleich, ja? Machen wir. Was kochen wir heute? Ich habe mir ausgedacht, wir machen heute Lubier. Das ist ein Brechbohnengericht auf einer Tomatenmarkbasis mit ein bisschen Hackfleisch und ich bringe nochmal so meinen eigenen Style rein. Ja? Also Leute, nicht aufregen, wenn ich sage, hey, das sieht nicht so aus wie bei Mom. Das ist heute Charo und ZOX-Style, ja? Abu Saidak Kochsystem. Khalas, gib ihm. Damit ihr euch vorstellt, was ZOX für eine Kunstart drauf hat, werden wir euch jetzt einige Szenen einblenden und ich treffe hier ein paar Vorbereitungen. Baba. Ach, die Peperoni. Wallah. Bisschen Ammar von Seite. Ein Schuss Öl. Ein Schuss Oregano mit Joghurtverbindung. Ganz wichtig, ah. Wallah, Wallah. Keiner macht Angst. Wie kommt es so, dass du Koch geworden bist? Ja, Salam, ich hätte niemals. Nämlich mit Nachnamen Italiener, Wallah. Ja, Wallah. Ich sag mal so, meine Mischung ist gefährlich, weißt du? Ich mache aus Beef. Ja, Mann. Gold, die Nusret, ja, Salam. Wallah, kein Spaß. Nämlich mit Nachnamen Achtar flüssig. Wallah, krass, Wallah. Anit Dr. Elkani. Da am Rücken. Ich hab gekauft. Ach, schon Muttersteak für 7,5 hier im Maniac. Das war ungefähr so breit. Hatte einen Feinschnitt. Wallah, präzise. Wach die Tomate. Nein, Aubergine mit Hummus. Ah. Mit Kippe war Kippe, du weißt ja, Selemi. Als ich damals Ausbildung gemacht habe, nämlich aber Disziplin sehr exakt, teamfähig und ab und Zuverlässigkeit seinem Vater, du weißt, wie ich meine. Vertrau mir einfach ja, am Ende, Wallah, weißt du? Wallah, ich vertraue dir. Natürlich bin ich ja, Selemi, aber speziell. Legana Manu. Aywa. Bruder, wenn ich koche, ja, wahja, dann nimm mich bitte Silje, sein Cousin. Ich schneide Aywa sogar die Tomaten ohne Zucchini, Selemi, speziell. Keiner hat diese. Ich verwirre Menschen, ja, Selemi. Ich mache die psychisch auseinander, ja, Selemi, wenn ich koche. Was für Vox, Mox? Wer ist Vox, ja, Selemi, Wallah. Wallah, Wallah. Wallah, Digga, wir kochen heute um Leben und Tod. Halte mich nicht in mein Nego. Keiner hält dich. Wallah, rede nicht in diese Tod mit mir. Egal, alles vergiss dich. Ich grüße jeden meiner Cousins, Habib Aldi. Abu Saidak Abus. Ich auch, Wallah. So, Habibi Zero. Ich fange schon mal an, die Zwiebel zu schälen, richtig schön fein zu hacken. Ey, Wallah. Ja. Was sagst du dazu? Also eine Technik gibt es bei Zwiebeln, aber ich war auch damals in der Küche, dies und das. Wenn du durch Nase atmest, weil du weinst nicht. Aber wenn du durch Mund, also nein, wenn du durch Nase atmest, du weinst. Ja, genau, so. Genau. Wenn du durch Mund atmest, angeblich du weinst nicht. Ich habe einmal durch Mund geatmet, ich habe trotzdem geweint, keine Ahnung. So ungefähr, ich küsse diese Zwiebel seinen Augen, aber ohne Zwiebel macht Essen keinen Spaß, ich bin ehrlich. Geht nicht, ohne Zwiebel geht nicht, hast du vollkommen erkannt. Erzähl mal, wie alt bist du, Sedo? Wo bist du geboren, wo lebst du? Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin in Berlin geboren, Berlin auch aufgewachsen. Ja. Und ja, ich war sehr selten in der Türkei, sage ich mal. Als Kind hatten wir 1-2 Urlaubsreisen, aber sonst nicht mehr so. Sonst war ich immer oft in Berlin. Berlin geboren, halt da Morbid groß geworden. Jetzt nach ein paar Sachen wohne ich jetzt halt woanders, aber aufgewachsen bin ich in Morbid. Ich komme ursprünglich aus Morbid auch. Okay. Das ist so ein Bezirk, da wo auch der Knast ist. Das ist so. Klasse. Jeder kennt diese Morbiter Knast, deswegen kennt man diesen Bezirk. Ja, 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 da sind wir jetzt auch noch dran vorbeigefahren. Schon mal Erfahrung mit Knast gehabt? Ich hatte Erfahrung im Knast zweimal. Ja. Das erste Mal war wegen schwerer Raub. Und beim zweiten Mal war es besonders schwerer Raub. Aber beim ersten Mal hatte ich Bewährung damals bekommen, hatte ich nur 8 Monate gesessen. Beim zweiten Mal hatte ich direkt 3 Jahre noch was bekommen. Insgesamt hatte ich 4 Jahre gesessen. Mhm. So ungefähr. Ich habe meine Strafe auch verbüßt, bis zur Endstrafe, sage ich mal so. Mhm. Na, ich hatte 4 Sicherheitsverwahrungen, wegen Urinkontrollen und dies und das, sage ich mal. Mhm. Und wenn man im Gefängnis, sage ich mal, reinkommt, wegen einer bisschen größeren Sache, sage ich, und nichts auspackt, kriegst du direkt Sicherheitsverwahrung und sowas, wo man dir Druck macht, dass du was auspacken sollst und so. Mhm. Und so kam mein Leben mit diesem Einschluss, Urinkontrolle, mehr Einschluss so. Ich war für mich alleine, ohne Fernseher mäßig so, aber irgendwann habe ich versucht, das zu verarbeiten.
Alle zwei Wochen habe ich ein Kissen genommen, ich habe reingeschrien, dass ich ein bisschen Druck ablasse. So. Mhm. Sonst Bücher habe ich nicht gerne gelesen. Ich habe ein Buch in 3 Jahren gelesen. Sonst habe ich immer meine Wand angeguckt oder aus dem Fenster Vögel gefüttert. Ja. So ungefähr, so war mein Leben. Ja, ja, ja. War das auch so die Geburtsstunde von den Synchronsprecher? Nein, nein, da war noch gar nichts. Hast du da noch nicht diese Pläne im Kopf gehabt? Gar nichts. Mein Plan war bei der Entlassung halt einen Vollzeitjob zu suchen. Ja. Und da zu arbeiten, sage ich mal, Vollzeit. Nach meinen Führungsaufsicht, die Bewährungsauflagen kriegst du ja, oder Führungsaufsicht, ja, je nachdem. Suchst du einen Vollzeitjob, arbeitest du, probierst in die Gesellschaft reinzukommen, sage ich mal so. Mhm. Aber dann, wenn du Vollzeit arbeitest und 1200 Euro netto bekommst, kriegst du halt 16 Briefe vom Frühjahr. Musst du alles wieder wegdrücken. Ja, und dann macht es langsam keinen Spaß mehr zu arbeiten, psychisch, dies und das. Ja. Und mit meiner Familie hatte ich damals wenig Kontakt, weil ich auf einer schiefen Bahn war. Mhm. Und ich wollte meinen Bruder nicht immer so damit reinziehen oder sonst irgendwas, weil er eine Fußballkarriere hatte. Und krass. Mein Bruder ist jetzt auch Profifußballer auch, aber er war mit uns auch im Gefängnis. Und er ist nach dem Gefängnis Profi geworden. Er hat so eine kleine Geschichte geschrieben, sage ich mal so was. Cool. Welchen Verein gespielt? Der war bei Babelsberg damals, in der 2. Bundesliga, 1. Bundesliga. Dann war er in Türkei, Süper League, Rizespor. Ja. Und jetzt spielt er bei Adana Demirspor, PTT League, das ist 2. Liga. Geil. Aber das ist auch eine starke Mannschaft. Ja, und ja. Nice, wünsche mir deinem Bruder alles Gute, ja? Habibi Silo, ich küsse deinen Augen und alles nochmal Gute für deine Verletzung. Er hatte zweimal sich Knie verdreht, Tag. Er war auch lange verletzt. Ja. Jetzt Hinterschenkel. Also, viel Erfolg zu dir trotzdem. Gib Gas, du bist eine Maschine. Abus einer. Ich schick dir meinen IBAN später. Alles Gute von Biskitschow, So, Leute. Wir haben heute das Fleisch leider nicht geschafft, rechtzeitig aufzutauchen. Von daher werde ich das jetzt noch einmal kurz im Wasser baden. Ja? Und dann müsst ihr gleich fertig sein. In der Zeit, während ich jetzt die Zwiebeln, Chili und Knoblauch anbrate, kann das Fleisch hier in Ruhe auftauchen. Das ist wieder mal von Josef. Schwierige Vergangenheit. Kommt mir bekannt vor, spiegel ich mich ein bisschen selbst drin wieder. Aber heute will ich nicht so Depri-Talk ein bisschen quatschen. Heute soll es ein bisschen so über die Karriere gehen, was du gerade heutzutage machst. Ja? Okay. Die Leute hatten jetzt, glaube ich, schon einen Einblick gehabt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne das auch in den Kommentaren schreiben. Oder auch direkt in Zenowex persönlich. Auf Instagram, YouTube und Twitch bist du unterwegs, richtig? Richtig. Twitch ist neu seit 1,5 Monaten. YouTube hatte ich so ein altes Kanal, war nicht so stark, aber Insta ist meine Stärke jetzt gerade. Ja, so. Das ist halt dein Haupt-Social-Media, ja? Richtig, Instagram so. Ja. Sonst will ich Twitch für die Zukunft mitbauen lassen und irgendwann noch krassere Sachen machen. Ja. Wie kam es zum Synchronsprechen? Wie hast du damit angefangen, Habibi Selo? Also ich hatte damals meinen Job verloren. Ich hatte eine ordentliche Kündigung bekommen. Eine ordentliche Kündigung? Ordentliche Kündigung. Wie sieht eine ordentliche Kündigung aus? Ja, wenn im Laden Diebstahl passiert und so und keiner weiß, wer das war und du im Knastleimer warst und die wissen das und dann... Das war ordentliche Kündigung. Aber doch ordentlich, ich habe trotzdem Arbeitslosengeld erhalten, ist ordentlich, war tamam. Ja, ne, so. Ja. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich erstmal viel zocke im Leben, so. Wenn ich Langeweile habe. Zocken? Was zocken? Automaten? Automaten zocken. Da bin ich kein Freund von. Ich auch nicht, aber. Ich schwör, da bin ich richtig kein Freund von. Auf die zweite Persönlichkeit von mir an. Ich habe einmal nüchternen Kopf, ich bin Zukunft. Und einmal, wenn ich mir fast BTM mal zu mich nehme, dann bin ich auf andere Trips zum Zocken. Ja, sonst zocke ich nie gerne. Ich hoffe und wünsche mir, dass du weder BTM noch zocken tust in Zukunft. Ehrlich. Ja, außer Acht. Jeder hat sein Laster zu tragen, gar keine Frage. Aber guck mal, jetzt so harte Drogen und Zocken, das ruiniert Familien. Ich muss mich da auch nicht wiederholen. Das wurde schon so oft gesagt, man muss sich das einfach nur vor Augen halten. Ja, deswegen auch scheiß Thema. Ich wünsche dir dabei auch alles Gute. Ich gebe mein Bestes. Deswegen hatte ich auch Probleme meistens mit meinen Familien, dies und das. Ja, glaube ich. Immer heimlich gezockt habe. Glaube ich, glaube ich. Und dies und das. Ja. Dann fängst du natürlich mit Diebstahl an, wenn du wieder 200, 200, 300 Euro brauchst, sage ich mal. Ja. Bis ich gemerkt habe, dass mein Leben ein bisschen jetzt durch ist, sage ich mal. Mhm. Dann habe ich diese linke Hand gegen eine Scheibe geschlagen. Dann habe ich mir die ganzen Nerven durchtrennt. Also du kamst nicht klar in eine gewisse Phase, kurz nach deiner Knastentlassung. Richtig. Ja? Nach deiner Kündigung hattest du so einen emotionalen Blackout. Ausbruch, einen Blackout, ja, genau. Nervenzusammenbruch. Es war halt, ich habe ja persönlich, sage ich mal,
ich bin nicht so gesund im Kopf. Ja. Ich habe zu viel Druck im Kopf. Ja. Ich versuche es immer mit Musik zu verarbeiten und sowas. Ja. Und sonst diesen Druck im Kopf plus Ex-Freundin war das Finale. Für einen Schlag in die Scheibe und alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, ich will alleine sein und dies und das, ich mache meine eigenen Sachen. Ja. Dann, als ich die Hand gegen Scheibe geschlagen habe, habe ich gesehen, das sieht ein bisschen zu krass aus. So. Nachbar hat mich mit gerettet, sage ich mal so. Ja, dann bin ich halt aufgewacht von Narkose. Hat der Arzt gesagt, ich kann diese Hand nur mit Seile erstmal bewegen, so wie diese Puppen und so, weißt du. Da habe ich gesagt, wie lange und so. Er sagt, deine Nerven sind durchtrennt, das ist schon, wird schon lange sein, da muss ich Therapie machen und sowas. Therapie bin ich nur einen Monat gegangen, weil Ergotherapie, weil mit der Zahlung irgendwas, die nicht übernehmen wollten und sowas. Habe ich gesagt, okay, wenn ihr nichts übernimmt, warum soll ich das alles selber bezahlen, wenn ich vom Arbeitslosengeld lebe oder so. So eine Filme hatte ich da. Ja. Da bin ich nicht dann halt zur Therapie gegangen. Und dann hatte ich Langeweile zu Hause. Ich konnte einen Monat nicht schlafen. Einen Monat wegen den Schmerzen, wenn die Nerven halt durchtrennt sind, wollen sie sich ja wiederfinden, die Nerven. Ja. Dann brennt und kriegst du Stromschläge und dies und das. Konnte ich halt einen Monat nicht schlafen, dies und das. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann nichts mit der Hand machen. Ich habe einfach gemerkt, diese einfach eine Hand ist wirklich wichtig, obwohl die so einfach nur so eine Hauenhand aussieht. Ja. Und dann hatte ich mal ein bisschen Candy Crush gespielt auf Handy, weil mir langweilig war. Ich konnte kein PlayStation und sowas zocken. Und dann ein bisschen diese Basketball, wo du ein bisschen so swipes so hoch, diesen Ball. Da habe ich gemerkt, es ist mir auch langweilig geworden. Dann habe ich Mad Libs gemacht. Das erste Yoda-Video, wo Yoda auf Ecke lag und sagt, Walla Fitness. Nochmal, hau das nochmal raus. Walla Fitness. Fitness. Okay, da war dann die Geburtsstunde. Ja, dann war mein Konto noch auf, war noch auf privat. Bei meiner Seite sieht man auch, ich hatte nur noch ein paar Bilder. Danach habe ich alles in grob reingeballert, was gibt's so. Dann hat ein Freund gesagt, mach bitte Comedy und so, du bist lustig, Set oder so. Ich habe ihm gesagt, meine Hand ist sowieso kaputt, vielleicht mache ich was mit so Synchro, Mynchro. Ich verspreche dir, ich werde schon was durchziehen, weil das einzigste Beschäftigung ist. Dann hat ein anderer gesagt, mach das, das macht keiner, Bruder, du hast drauf und so. Ja. Dann habe ich am Tag 5 Videos. Das sind gute Freunde übrigens, ne? Die an dich geglaubt haben. Ali Ghazi, du kamst zu mir, Bruder, du hast gesagt, mach Comedy, ich küsse deine Augen, Dankeschön dafür. Ja, das sind gute Freunde. Und Sami auch, Sami hat auch gesagt, mach öffentlich dein Konto, wir pushen das erstmal, egal, das kommt schon so. Und trotzdem an mein Team auch von ganz Roland, Rodes Team, mein Cousin und alle Leute, die für mich auch da waren, in meiner schweren Zeit, das meine ich ernst, ich bedanke mich von ganzem Herzen, ich schwöre. Und alle Leute, die Mailbox hatten, wer hat die rangegangen? Traurig. Jetzt müsst ihr mich nicht anrufen mit Mailbox, Leute. Ja, ihr wisst schon, die nicht meine. Und mehr will ich nicht sagen. Das brauchen die auch nicht von der Seite gucken, Cousin. Ja, jetzt habe ich ja eigene Mailbox. Dies ist die Mailbox von 017. So, hallo? Hey, sag mal nochmal original. Ich habe letztes Mal gesagt, diese Filme. Ja, cool. Okay, deine Freunde haben an dich geglaubt, die haben dir das nahegelegt. Genau, dann hatte ich mit Synchro-Videos angefangen, mit 5 Videos am Tag zu posten. Ja. Weil die Videos bei Mad Libs so kurz waren immer. Ja. Und mit 4000 Abonnenten, ich hatte dann auf einmal 4000 Abonnenten. Ich habe mich damals auch bei 100 Likes gefreut, 50 Likes gefreut. Mit 4000 Abonnenten war Gringo der Erste, der mich geteilt hatte. Er hat auch geschrieben, Walla Billa, beste Seite, ein auf diese so, von Herzen kam. Habibi Gringo, Dankeschön auch dafür nochmal. Ja, und da habe ich ihn ein Yoda-Video gemacht, ging ganz schnell. Er sagt, wie lange brauchst du dafür? Ich meinte, ein Yoda brauchst 30 Sekunden. Ja. Nein. Danach, ich habe dir im Videobeispiel gesagt, so, Gringo bringt Album raus hier, Salame. Ja, und danach er sagt, nicht Album, Single dann. Mit Cello und Andy auch, ne? Auch, habe ich auch mal gemacht. Gringo war aber der Erste mit Yoda, der so ein Rap-Video hatte. Ja. Danach kam es so in, jeder wollte sowas haben. Und bis jetzt kommen Anfragen. Das freut mich auch, dass sowas auch von Seite kommt. Dann sehe ich, dass ich was richtig im Leben mache und dass ich nicht mehr aus Langeweile einfach mein Geld verballern gehe jeden Tag. Ja. So ungefähr. Das ist halt eine Krankheit, das Geld verballern, kann man nichts sagen. Ich habe auch nie gesagt, ich bin süchtig. Irgendwann habe ich gesagt, ich bin süchtig. Du hast gute Freunde, wie ich raushöre, die helfen dir bei, ja, oder die stehen dir bei. Und du hast einen Weg rausgefunden, aus dem Loch mit deiner Verletzung langsam rauszufinden. Kann man das so sagen, ne?
das ist richtig. Ja, weil jeder jetzt, wenn einer eine kaputte Hand hat, ich würde jetzt auch sagen, weil der Finger jetzt ein bisschen schiefer ist und so, würde ich mich schämen. Jeder hat gesagt, schäm dich nicht. Ich sag, ja, ist auch Quatsch. Komisch, wenn ich jetzt so einen Teller nehme und so nicht drücken kann. Ich habe letztens hier Beast Kitchen gedreht mit einem mit einem Rollstuhl. Ich habe mich auch im Rollstuhl gesetzt. Leroy, haben wir gemeinsam Beast Kitchen gedreht. Ja. Ach Quatsch. Das ist ja so halt Kopfsache und so, weißt du? Aber jetzt, ich merke, das ist einfach die Hand, ich muss damit leben. Und entweder mache ich mich richtig runter oder ich lebe damit. Weil ich weiß, und letztendlich, all das, was passiert ist in deinem Leben, hat dich zu dem ausgezeichnet, zu dem, wer du heute bist. Ist ja so. Ja, ich freue mich auch dafür. Der Synchronsprecher kam auch nach dem Wutausbruch? Ja. Ich wusste, dass ich ein bisschen witzig bin, sage ich mal so, ein Ausrufezeichen. Mhm. Ich habe früher so eine Videos geschnitten, wo ich ein bisschen rede, Beispiel, und dann Bruce Willis redet im Film. Ja. Okay? Und ich sage, sure, Bruce, wie geht's? Dann sagt Bruce Willis, wer bist du? Weißt du? Ich bin's, Cousin, weißt du? Und dann hat mein Bruder mal gesagt, lösch diese Seite, ja, Minjak, Baba macht uns kaputt. Wir nennen der Comedy. Und dann habe ich gesagt, Samam Khalas. Ich habe gesagt, ich will jetzt Comedy machen, hinter Leinwand. Darf ich diese? Er sagt, Khalas, diese darfst du. Weißt du, dann, ich habe Synchro gemacht, durchgezogen, alles war Bombe. Bis jetzt steigt es, außer dass Instagram mich extrem einschränkt, halt wegen ein paar Copyright-Sachen oder so, was man so sagt, wegen Synchron. Verstehe ich auch, aber wie gesagt, ich will bald auch meine eigene Serie oder sonst irgendwas. Dazu kommen wir gleich. Holla, riecht gut. Gerne, das wird geil. Magst du scharf? Ich liebe ein bisschen scharf auf jeden Fall, aber wenn es zu scharf ist, danach steht. Nein, nicht zu scharf. Abu, Feuervergiftung. Nein, 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 Habibi. Ich weiß, du bist nicht mit Nachname Pepperoni. Ja, ich küsse deine Augen. Boah, die Pepperoni, bisschen Ammar von Seite. Aywa, aber gesund, ihr Selami. Ahla Bohnen, die hat meine Oma immer früher gemacht. Für mich. Nämlich mit Nachname Vital. Khalas, Hatini Vital Wasser. So, ich nehme einmal nur die Zwiebel, die Peperoni und den Knoblauch ein bisschen raus, Sedo. Ja, das fügen wir gleich noch mal hinzu. Ich röste jetzt erstmal das Fleisch an im Topf. Das Hackfleisch war, normales Hackfleisch. Ja, ja. Wallah gut. Bio und Halal, Habibi Sedo. Like Aywa, Ahla Halal. So, viele essen jetzt Bio, ja? Ja. Das ist ein neuer Trend, ich bin kein Biotyp oder so, aber... Du merkst den Wandel auch bei dir in Berlin, ne? Ja. Das ist nicht verkehrt, also mal drauf zu achten, was man sich gibt, ja? Brauchen wir einmal die Brechbrot. Kleinschneiden, oder? Oder die kann man kleinschneiden, man kann die auch brechen. Deswegen heißen die auch Brechbohnen. Ach, die nicht brechen. Voilà, erst aber bevor wir die Brechbohnen reinmachen, kommt erstmal Tomate dazu. Ja, die ist das Beste, Wallah. Ja? Tomate, wenn immer reingeht mit dem Nacktfleisch, dann merkst du schon, wie es schmeckt. Das gibt dann was Wildes, ne? Ayo. So, jetzt habe ich die geschälte Tomate aus der Dose hinzugefügt. Warte, das tun wir noch mal kurz hier so beiseite. Und Tomate, heute bestellen wir die mit Messer. Kallas, ohne Skinny. Du hast auch ein Spezialmesser, sieht aus wie Mini-Axt, dein Cousin. Ja, ja, aber ja, ja. Diese, wie heißt diese Taugschicht? So, boah, nicht bei Building Market. Abo-Keule. Das ist von Abukoy, das ist von Thor, Thor. Nein, nein, dieser von Thor, sein Cousin. Genau. Petersilie, das Schlimmste immer zu schneiden, wenn du mal fein machen musst. Warum? Das ist das Beste. Früher ja, jetzt ist Platz in Hand. Ach so. Wie ist das denn jetzt, wenn du zu Hause kochst? Also, klappt's oder schwierig jetzt mit Eiern? Ich kann kochen, dies, das, mit einer Hand, so Eier aufschlagen, Sucuk, dies, das und sowas. Aber abwaschen und so wird sehr schwer. Ja, weil das ist bei mir auch meistens immer schwer, auch mit zwei Händen. So. Ja, auch mit zwei Händen. Abwaschen ist wirklich jetzt links. Ich kann die Pfanne nicht mit links halten und dann diese ganzen schwarzen Stellen machen. Weißt du? Ja. Da merkst du, dass die Kraft noch weg ist. Ja. Während wir jetzt schon mal hier dabei sind, bei Beast Kitchen gibt es immer zwei klassische Fragen. Das wäre, du hast die Wahl, zu Hause kochen oder draußen essen? Draußen essen, ja, Salam. Draußen essen? Ja, weil ich nicht immer Teller und so kochen will. Du weißt, du musst dann immer einzelne Petersilie nehmen, du holst eine Tomate, 60, so. Und ich war nicht der Typ dafür so. Bei mir, ich war so, ich habe Köfte geholt, Beispiel Hackfleisch, ich habe rote Zwiebel geholt, ich habe das gemischt und dann so auf Schnelle gemacht, arabische Brot. Aber es gibt auch jetzt Beispiel, du machst so einzeln, am Ende schmeckt der besser, ich weiß. Aber ich kann mir das alles nicht so einzeln geben, Beispiel. Und was wäre dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht ist Mante. Mante? Ja, mit Laktose, ja, sehr lange. Ich gebe ihn. Mante ist auch ein wildes Gericht. Mante ist geil. Und sonst Sucuk Toast, liebe ich. Toast, das ist der Klassiker, ne? Ja, so Sucuk Toast, aber
Wenn ich irgendwann, wenn es mir richtig gut gehen soll, mache ich auch einen Toastladen auf, aber nach meinem Geschmack. Ja, mal gucken, das war immer mein ich kleiner Traum. Ich war letztes Traum, bei einem richtig geilen Toastladen. Toast Wanted in Augsburg. Toast Wanted. In Augsburg. Richtig an, ja. Geiles Konzept. Die machen süße, herzhafte Toast. Richtig brutal. Ehrlich. Das meine ich ja. Toast ist zeitlos auch. Toast ist Killer. Deswegen. Das wird unterschätzt. Ich weiß, aber manche machen jetzt einen Toastladen auf und machen American Sandwich und Rewe als Brot. Hör mal auf damit. Nee, nee. Die Jungs, die lassen das Brot wirklich extra backen. Das meine ich ja. Das sind dann die Guten. Ja, ja. Einer am Morbid macht einen Toastladen auf mit Chester und Sandwich. Kann ich auch zu Hause machen. Ja. Gerade 2,20. Maniac. Heute werden wir Kraft haben, Herr Selim. Habibi, heute gibt's richtig Bau. Bruder, machst du einmal nur Wasserhahn auf? Ja, mich der Wasserhahnöffner, Herr Selim. Zedohan. Ich mach jetzt nur noch einmal hier Salz, Pfeffer rein. Habibi, Sedo. Jo. Du sagtest gerade Überfälle, ja? Hast du gemacht. Machst du einmal so detailliert darüber zu erzählen? Also, meinen ersten Überfall hatte ich mit 17, 18 mal gemacht. Ja. 17 oder 18 war ich da. Ja. Na, ich glaube, ich war da 17 oder 18. Ja. Das war, wo ich nicht zu Hause gewohnt hatte. Das war auf Schnelle ein Blitzraub, sage ich mal. Ja. Das, da hatte ich halt eine Machete und bin nicht reingegangen mit Kassengrabscher. Das war mein erster Überfall. Ist nicht mal so viel Geld rausgekommen, sage ich mal. Wo war das? Ein Späti oder so? Das war California, Morbid, so ein Großcasino. Ich hab, weil ich alleine da war mit einem Freund, den ich nicht so vertraut habe, so, der stand hier, nur als Schütze, könnten wir nicht damals Automaten und sowas aufmachen, wir waren zu wenig dafür. Dann war damals ein Kassengrab schon, 900 Euro, das war's. Dann bin ich nach 8 Stunden wieder an diese gleiche Laden gegangen bei Spiel. Ja. Wieder an gleiche, andere Casino wollten wir gehen, aber der hatte wieder diesen Klingelschild da. Und dann habe ich zu meinem Cousin, wir sind ein Freund, nicht jetzt Cousin, ein Freund, sage ich mal, damals, gesagt, wir machen wieder den gleichen. Diesmal gehst du aber an Hintertresen. Jetzt mache ich Machete. Absicherung, du weißt doch. Was passiert? Er geht einfach Hintertresen, er macht Geld. Also er muss Hintertresen gehen, ja, ne, dies, das. Er geht vor Tresen, er macht so Geld. Ja. Was macht die Frau? Sie nimmt, boah, heiße Wasser, buff, kippt auf ihn. Er rennt. Bam, bei Tür steht doch links ziehen, er drückt, bam, er knallt gegen Tür, ich heb ihn auf, ja, Flucht, ja, fail, das Jahrhundert, ja, Maniac. Und dann, ich gucke nach ein Monat höchstens, hat mich mein Bruder angerufen, hat gesagt, die haben dich bei Überfälle irgendwas so, bei DNA irgendwas, dann habe ich gesagt, ich werde mich stellen und so. Er sagt, wann stellst du dich? Ich meinte, in 3-4 Tagen. Er sagt, geh morgen und so. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe übermorgen. Dann habe ich mir die richtige Kante gegeben, dann habe ich mich gestellt, habe ich gesagt, hi, bla bla bla. Gericht gehabt, Gerichtsurteil, Bewährung, weil ich habe gesagt, ich wollte niemandem wehtun, wir wollten nur das Geld haben. Mhm. Und das hat man auch gesehen. Ich habe auch gesagt, als die Frau dieses Wasser geworfen hat, Wasser scheucht nur. Also du kannst ja weitermachen. Mhm. Weil wir nicht da irgendwas eingehen wollten mit so Verletzungen, haben wir gesagt, nein, wir machen das nicht. Ja. Deswegen saß ich halt 8 Monate, U-Haft, danach bin ich rausgekommen auf Bewährung. Als ich rausgekommen bin, habe ich Schule gemacht, Maßnahme, mit bisschen Praktikum, Arbeit, so. Und dann hat eine Kleinigkeit ist da vorgekommen, das will ich nicht so richtig sagen. Und dann müssten wir, sage ich mal, mehrere Casinos überfallen. Ich sage jetzt nicht, dass ich alle gemacht habe. Mhm. Ich war höchstens bei 2 dabei. Mhm. Und was erwischt worden ist, sage ich jetzt, weil einer uns damals angeschissen hatte. Ja. Und mein Bruder hatte damals bei der ersten Sache was zu tun mit dem Jogfahren und dies und das. So eine Geschichte gab es. Mhm. Und dann ist alles unter uns so ein bisschen Mischmasch geworden. Ich habe gesagt, wer macht mit meinem Bruder irgendwas so? Mhm. Sowas ungefähr. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt ein paar Sachen machen, Beispiel. So, dass ich am Ende reingehe. Aber am Ende hat ein Freund meinen Bruder angeschissen. Ich sag mal nicht also Freund. Also wolltest nachdem also alles war, wolltest das alles auf dich nehmen und nur du wolltest alleine im Bau rein, wenn ich dich richtig verstanden habe. So mäßig. Ja. Das war auch, das ist jetzt mal für meinen Bruder, da ist man ehrlich. Ja. Weil manche haben auch von uns Interviews gegeben jetzt, egal ob bei Black Panther war oder sonst irgendwas. Da hat man auch Lügen erzählt, dass ich angeblich Spitzel war oder ich bin rausgerannt. Deswegen ist es auch gut, wenn ich hier bin. Die meisten Leute wissen noch, was passiert ist. Mhm. Am Ende, jeder hat seine Strafe abgesessen. Jemand hat uns dabei angeschissen, den ich auch sogar geholfen habe mit Geld. Und Familie hat ihn rausgeschmissen, das, ja. Dies und das. Ich habe gesagt, Bruder, du hast mit uns die Sachen gemacht, dann sitzt auch die Strafe, weißt du? Mhm.
Aber nach zwei Wochen, wie gesagt, dreht der Kopf durch. Wenn erstmal die Kacke am Dampfen ist, dann siehst du erstmal, wer Freund ist und wer kein Freund ist. Ne? Wie lange observiert worden sind. Ich habe auch gesagt, eine Frau kommt zu uns komisch, sagt, wo ist die Schwedenstraße oder so. Dann sagt ein Freund, hinten, dann weiter links. Oh, danke, und siehst du das? Dann sage ich, Moruk, das ist irgendwas komisch, Moruk. Die hat uns aufgenommen, irgendwas Stimme und so. Das war MEK-Beamtin. Ich bin Bäckerei, ich esse was, MEK-Beamtin. Und du siehst es nicht. Ich bin nicht dumm, aber ich habe das nicht mehr erkannt. Fotos, Motos, am Ende alles Anwalt gezeigt. Wir wären alle auch rausgekommen, hätte er sogar nichts gesagt. Aber schade. Jeder hat seine Strafe abgesessen. Viele mit Schaden. Der eine spielt schon Klavier ohne Klavier. Verstehst du, oder? Ich bin Beispiel so Kopfdruck. Diese Probleme, aber sonst bin ich ein normaler Mensch, ja. Gesellschaftsmensch, sage ich mal. Und sonst der eine Abschiebung, Denno, trotzdem alles Liebe, Gute, mein Bruder. Ich küsse deine Augen, deine Abschiebung auch mitgenommen, auch stabiler Mann. Ja, so ungefähr. Da hatten wir halt 8 Casinos ausgeraubt, dies und das mit Automaten aufgebrochen. Es war kein Kassengrabscher, je nachdem. Manche sagen, es ist so rausgekommen. Ja, das waren immer die ganzen Novoline aufzubrechen, die Hoppers rauszumachen, ein Bettlaken. Ich hatte in der Wohnung so ein Bettlaken, weißt du, die haben wir genommen. Und Socken als Handschuhe, T-Shirt als Maske immer gemacht und dies und das. Je nachdem, ist jetzt nicht, also wir freuen uns nicht über die Beute. Jeder weiß, was da rausgekommen ist und dies und das. Manche hatten auch vorher Geld, davor mal Geld gemacht, aber die Sache jetzt, was da war, war die Beute jetzt nicht irgendwas Schönes. Manche haben da gelogen, ob diese oder diese Betrag war. Nee. Ja, die Fantasien viele. Fantasien viele, ich bin da ehrlich. Hörst du irgendwas, ein Casino war 13.000, wenigste war 3.000. Ganz einfach. Jetzt mal eine Frage, hat sich der ganze Mist gelohnt? Ja, natürlich nicht, wir sind auch nicht stolz drauf und sonst irgendwas. Stell dir einfach vor, irgendjemand von Familie ist bei dir so jetzt nicht irgendwo unter Druck oder irgendwas. Sowas gibt es nicht bei uns. Du musst einfach deinem Bruder irgendwas, Beispiel mal, rausretten. Du willst einen auf Highlight tun. Mein Bruder war schon sein eigener Mann davor schon und dies und das, aber der hatte kurz mal den Faden verloren früher. Aber jetzt erkenne ich ihn selber nicht mehr. Ich nenne ihn selber Süleyman Espresso, Yeselami. Er trinkt sogar Espresso. Er redet so wie ein Mönch. Keine Ahnung, Yeselami. Ich sage, wer bist du wirklich? Also Fußball hat schon sein Leben verändert. Als er bei Paderborn so gespielt hat, dies und das, man merkt schon, er kam von Paderborn nach Berlin zum Urlaub. Er sagt, ich will hier weg, Dicker. Er sagt, nur Kopf. Weißt du, jeder nervt seinen Kopf und dies und das. Ich habe gesagt, verstehe. Ich habe gesagt, ich will auch weg. Nimm mich mit, ja, Maniac. Ja, ich konnte jetzt nicht von meinem Bruder immer mitleben, dies und das, weil er hat mich auch in die Villa genommen, da wo er wohnt, in Adana jetzt neulich. Ja. Hat er da schöne Villa und sowas. Geht's gut. Aber trotzdem, das ist sein Erschaffen, was er geschaffen hat. Richtig. Und ich möchte jetzt nicht 20.000, 30.000 Euro von ihm geliehen haben. Nur, dass ich vielleicht einen Jeans kaufe und dann vielleicht verzocke. Ja. Oder eine Überdosis ja, irgendwas passiert. Du hast ja auch jetzt was Geiles aufgebaut, ja? Ich komme jetzt einmal nur kurz zum Gericht, damit die Leute auch nicht zu kurz kommen, Habibi Selo. Ich habe jetzt die Bohnen köcheln lassen. Ich habe in der Zeit noch mal ein bisschen Paprikamark reingemacht. Frisch gehackten Koriander, auch noch mal jetzt untergerührt, kurz vor Schluss. Ah, jetzt sag ich ja noch mal so 5 bis 10 Minuten köcheln, ja? Bis weich wird, richtig war diese Bohne, Mohne. Ja, aber sieht schon richtig geil aus. Man will mit Brot reintopfen und diese Buff. Ich hab Brot gekauft. Ich küsse deine Augen. Geschickt dein Iban, hat er die Brotüberweisung? So, das Ganze hat jetzt vor sich hergeköchelt, das Gericht ist auch schon fertig. Die ganze Halle duftet danach. Wallah, gut. Wir haben Brot im Ofen, wir machen das noch einmal schön knusprig. Ach, ja. Rapide. Und, ihr habt nicht gesehen, Mann. Ja, er hat diese Fladenbrot mit Wasser bestreicht, der Salami, dann Ofen. Das ist weich knusprig hier, Mendek. Probiert das mal aus, macht das auch bei Aufbackbrötchen, diese Zigzag. Genau. Aber was sind deine Zukunftspläne? Also, du hast jetzt schon mal gut was aufgebaut, ja? Wie geht's jetzt weiter? Was können wir von dir erwarten? Bei mir ist es so, ich werde erstmal bei Instagram, wenn die nicht meine Seite löschen sollten, erstmal die 100.000 voll machen. Ich mache meine Zukunftspläne, sage ich mal so, dass ich meinen eigenen Merch jetzt draußen habe. Zum Beispiel diesen hier. Dann wird bald Neujahr Tabak kommen, eigene Süßigkeiten kommen, eigene Blättchen kommen. Und sonst, was wollte ich? Und in Sachen Synchron? Und Synchron.
wollte ich eine eigene Zeichentrickserie machen. Aber eine eigene Zeichentrickserie? Eigene Comic? Champions League-Reihe. Ja? Yeah. Eigene Comicserie, die ist aber das, so, Animation so auf, und auf, so. Warte, ganz kurz. So diese alten 80er-Jahre-Comics oder mehr so diese neuen, diese Animes? Lass dich. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, oh, das gehört zu 80er und 90er. Diese Sachen, was ich synchronisieren möchte, gibt es ja auf der Welt. Yeah. Aber ich will nicht sagen, was ich machen möchte. Okay, okay. Das okay, ist mein okay. Geheimnis, sage ich mal. Wenn ich das, sage ich mal, so weit habe, dann würde ich mit Herz alle Charaktere synchronisieren, auch wenn es 105 Leute sind. Geil. Sowas. Das wäre meine eigene Serie. Du willst diese Serie komplett selber synchronisieren? Alles, alles. Höchstens ein Familienmitglied sagt, meine Neffe sagt Ali, hallo. Meine Neffe sagt hallo. Okay. So ungefähr, Bruder. Das wäre mein Traum, aber dafür brauche ich ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Das ist nicht 2-3 Zeichnungen oder sonst irgendwas, wenn sowas sein könnte. Dafür braucht man Geduld, auf jeden Fall. Und Geduld, ich wünsche dir alles Arbeit. Gute dabei. Auch inshallah, dass du nicht mehr wieder in dieser Spielsucht verfällst. Ja, auch die ja, Drogensucht verfällst, sondern wirklich so jetzt deinen Weg findest. Alhamdulillah, du bist schon raus. Du musst es nur noch halten und weiter nach vorne schauen. Inshallah, Bruder. Ich sag mal, Spielsucht kann ich nur in dem, sag ich mal, vermeiden, indem ich kein Geld in der Tasche habe. Ich sag ehrlich. Was? Gute Freunde? Du hast Familie? Lass die das Geld für dich verwalten. Machen die auch jetzt. Ja, korrekt. Sauer. Dankeschön, Cousin. Ich küsse eure Augen. Ich habe euch davor gesagt, Kai, gib mir keinen Hack. Anik achter Anik bei Novoline. So, Brot braucht noch ein bisschen. Ah, alles klar. Ja. Tschüss, eine Sekunde war heiß hier. Ja, Mann, da kannst du direkt Kaffee drüber machen. Mehr in den Mann, krass, eine Sekunde heiß. So, Habibi, seh du. Dann lassen wir uns was schmecken. Bismillah und rein damit. Ich mache es jetzt so, ja? Ja, Bruder. Schön knackig und fruchtig. Aber ja. Ist es zu scharf? Dann kommt gut Schärfe durch. Sehr gut. Wallah gut. Wenn nicht gut wäre, Wallah, ich sag weit. Ich lüge nicht. Genau, ich will, das erwarte ich auch. Wallah gut. Habibi Sedo. Wallah gut. Ich küsse dein Kochkünstlein. Ich küsse deine Stirn. So, wir machen uns das jetzt gemütlich. Snacken das hinter der Cam weg. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Lasst Kommentare da, Abo und schaut bitte unbedingt bei Sedo Rex vorbei. Das ist pure Danke. Unterhaltung. Gerade jetzt in der schwierigen Zeit, dann kommst du genau richtig und unterhaltest die Leute. Wieder weg, Corona-Zeit. Inshallah, ganz Deutschland. Dankeschön, Bruder. Inshallah, Bruder. Freut mich auch. Und wie gesagt, darf ich auch was sagen? Gerne. Ahla Beast Kitchen, Ahla Sharo. Super sympathisch, Wallah, ist kein Schleim oder sonst irgendwas. Sehr nette Menschen, nicht künstlich, sonst irgendwas. Man merkt es auch beim Reden. Also, von meinen Cousins aus, Ehren-Cousins, ich habe davon ein paar. Anik Achtar Anik macht Welle. Zeigt diese Cousins, was Welle ist. Ja, Selami, ohne diese Geräte. Ente! Kanaz! Ciao, Baba! Ciao. Ciao.